Das kapitalistische System, das Obama mit seiner Außenpolitik verkörpert, repräsentiert das US-amerikanische Volk nicht. Die von Obama geführte Politik ist die Politik der transnationalen Konzerne, insbesondere der Rüstungskonzerne. Für die US-Regierung stellen diese weltweiten US-Invasionen nur ein Geschäft dar. Aber dieses Geschäft rettet keine Menschenleben, es löscht sie aus. Das ist das Schrecklichste daran. Die Vereinigten Staaten nutzen jeden Vorwand, um antiimperialistische Staaten zu kritisieren, sie politisch zu beherrschen und anschließend wirtschaftlich auszuplündern. Bei den Versuchen der USA, Syrien und andere arabische Staaten zu überfallen, sind die kulturellen und religiösen Probleme und Konflikte, die es in diesen Ländern gibt, nur ein Vorwand für die USA. Früher haben die USA den Sozialismus als Vorwand für ihre Aggressionen benutzt. Die USA mischten sich in solche Staaten ein mit der Begründung, sie haben Kommunismus, die rote Gefahr. In diesen Ländern haben die USA Regierungsputsche durchgeführt und Militärdiktaturen installiert. Dann begann man von der Gefahr des Terrorismus zu sprechen. Es gibt auch andere Scheingründe, mit denen man diese Länder anklagt, zum Beispiel die Menschenrechte. Aber wenn wir Israel als Beispiel nehmen, sieht man, dass Israel Palästina angreift und die Menschen dort tötet. Und das ist Genozid, was Israel dort macht. Aber die USA finanzieren Israel weiter. Ich glaube, eines Tages wird die Menschheit nicht nur Barack Obama richten und verurteilen, sondern auch andere US-Präsidenten. Was müssen wir, die Menschheit, dagegen unternehmen? Den Genozid der USA an der Menschheit stoppen. Das müssen wir tun. Wenn man sich fragt, was die USA wollen, so ist die Antwort darauf, jede Gelegenheit und jeden Vorwand nutzen, um uns und andere Staaten zu beherrschen und anschließend auszuplündern. Die USA wollen die Naturressourcen und die Energiequellen in der ganzen Welt kontrollieren, damit sie so auch politische Kontrolle ausüben können. Aber Bolivien und andere Länder versuchen, sich von dem US-Einfluss zu befreien. Was haben die USA mit Venezuela gemacht? Eine politische Verschwörung. Und mit Argentinien? Eine wirtschaftliche Verschwörung. Und während der Präsidentschaftswahlen bei uns in Bolivien haben die USA behauptet, die bolivische Regierung führe einen unzureichenden Kampf gegen den Drogenhandel. Aber urteilen etwa die USA? Ich bin überzeugt, dass die USA der Staat auf der Erde sind, der den meisten Staatsterrorismus praktiziert.